Das Osmanische Reich war eines der mächtigsten Reiche der Geschichte. Es erstreckte sich über drei Kontinente und überdauerte mehr als 6 Jahrhunderte. Alles begann mit einem kleinen Jungen namens Osman, der davon träumte, sein eigenes Königreich zu erschaffen. Sein Vater war Stammesfürst und lehrte Osman die Kunst der Anführerschaft und der Kriegsführung. Osman war der geborene Anführer und gewann schnell den Respekt seiner Mitmenschen. Das Byzantinische Reich war mächtig, aber Osmans Armee war fest entschlossen, es zu besiegen. Osmans Sieg war der Beginn des Osmanischen Reiches. Das Osmanische Reich wurde immer stärker und mächtiger und mit jedem neuen Herrscher wuchs sein Einfluss. Suleiman I., der Prächtige, war einer der mächtigsten osmanischen Sultane. Und seine Herrschaft markierte den Höhepunkt der Macht des Osmanischen Reiches. Das Osmanische Reich war eine bedeutende Macht, die die Welt nachhaltig prägte. Das Osmanische Reich fiel letztendlich im 20. Jahrhundert, aber sein Vermächtnis lebt weiter. Heute ist die Türkei ein Zeugnis für die Triumphe und Anstrengungen des Osmanischen Reiches. Aufgrund der erhöhten Bogenschützengesundheit, des erhöhten Marschtempos und des erhöhten aktiven Fähigkeitsschadens ist das Osmanische Reich eine der stärksten Kulturen in Rise of Kingdoms, besonders im späten Spiel. Drei namhafte osmanische Kommandanten stehen zur Auswahl. Osman I. für das frühe Spiel, Mehmet II. Für das frühe und mittlere Spiel und Suleiman I. für das späte Spiel. Osman I. ist ein epischer Kommandant. Du bekommst ihn als ersten Kommandanten, wenn du das Osmanische Reich wählst. Ansonsten kannst du ihn aus den Silber- und Goldtruhen in der Taverne erhalten. Seine aktive Fähigkeit, das Imperium erwacht, fügt seinem Gegner schweren Schaden zu und betrifft ihn direkt. Diese Fähigkeit wird durch Expertise verbessert. Schwert Osmans. Seine erste passive Fähigkeit nach dem Einsatz von Das Imperium erwacht, fügt seinem Gegner weiteren schweren direkten Schaden mit einem Faktor von 400 zu. Der Kommandant Osman I. ist besonders gut dazu geeignet, Städte anzugreifen. Seine passive Fähigkeit Strahlen Bursas verleiht seinen Truppen einen starken Buff auf den Angriff, wenn sie diese Art von Gebäuden länger als 30 Sekunden angreifen. Als hervorragender, epischer Kommandant erhöht seine große Truppenkapazität Ruhm des Sultans die Kapazität seiner Armee um 10%. Hervorragend für den Einsatz im offenen Feld. Osman verfügt außerdem über beeindruckende Talente, mit denen du jede seiner Fähigkeiten als Krieger stärken kannst. Wir empfehlen dir, dich auf die Zweige Führung und Fähigkeit zu konzentrieren, um seine Werte für PvP-Kämpfe im offenen Feld zu erhöhen. Kombiniere ihn mit Sun Tzu, um mehr Flächenschaden zu verursachen, sowie die Offensive und die Truppenkapazität zu erhöhen. Kombiniere ihn mit Scipio, um Osmans Truppen mit mehr Widerstand im offenen Feld auszustatten. Kombiniere ihn mit Johanna von Orléans, um seine Basiswerte zu erhöhen und bedeutende Buffs auf den Angriff zu erhalten. Rüste ihn mit windgepeitschtes Set aus, um sein Marschtempo zu erhöhen und auch andere Werte zu verbessern. Mehmet ist ein legendärer Kommandant, den du aus Goldruhen im Ereignis Kartenkönig oder im tägliches Sonderangebot-Paket erhalten kannst. Seine aktive Fähigkeit, osmanische Geschütze, verursacht doppelten Schaden in ausgezeichneter Reichweite, sowohl bei Truppen als auch bei Garnisonen. Sein Schadensfaktor ist in beiden Fällen unterschiedlich, zeigt aber große Wirkung auf seine Leistung als Eroberer. Seine passive Fähigkeit Herr des Landes und der See erhöht den Schaden seiner Truppen und den Fähigkeitsschaden von osmanische Geschütze. Vertrauen gibt ihm die Chance auf zusätzlichen Schaden, wenn er Städte angreift. Diese Fähigkeit macht ihn zu einem geborenen Krieger und wagemutigen Eroberer. Weiser König erhöht die Truppenkapazität, was bei normalen Angriffen oder Angriffen als versammelte Armee auf Garnisonen und Städte äußerst nützlich ist. Seine Expertise Orbans Bombarde verbessert seine aktive Fähigkeit optimal. Alle Angriffe verursachen mehr Schaden.
Wir empfehlen dir, dich auf die Zweige Eroberung und Fähigkeit zu konzentrieren, wenn du eine gegnerische Stadt angreifen willst. Und auf die Zweige Fähigkeit und Führerschaft, um den Gegner im offenen Feld zu besiegen. Friedrich I. gehört zu den besten Partnern für Mehmet, wenn es darum geht, Städte anzugreifen. Kombinierst du Mehmet mit Caesar, erhöhen sich Truppenkapazität und Ausdauer im Gemeinschaftsangriff und im offenen Feld. Auch die Kombination mit Hannibal Barca bringt durch einen fantastischen Schadensbonus beeindruckende Ergebnisse im Gemeinschaftsangriff und im offenen Feld. Rüste ihn mit diesen Gegenständen aus, um einen immensen Bonus auf den Kavallerieangriff und die Verteidigung sowie eine gute Verbesserung der Werte anderer Truppen zu erhalten. Und vergiss nicht, dir Mehmets Museumsrelikt zu holen, wenn dein Königreich schon in die Eroberungsstaffel eingetreten ist. Es gibt ihm großartige Buffs auf die Truppengesundheit und den Fähigkeitsschaden. Suleiman I. ist ein legendärer Kommandant, der ausschließlich in Königreichen in der Eroberungsstaffel und im Ereignis der mächtigste Statthalter verfügbar ist und eingesetzt werden kann. Seine aktive Fähigkeit, herrlicher Sultan, verursacht gewaltigen Schaden und verringert gleichzeitig 2 Sekunden lang die Verteidigung und Gesundheit seines Gegners. Seine passive Fähigkeit Annexion erhöht den Angriff und die Verteidigung seiner Truppen. Außerdem gewährt sie eine deutliche Schadensverringerung, wenn er außerhalb vom Bündnisgebiet kämpft. Die Belagerung von Wien ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für Gemeinschaftsangriffe. Sie gewährt die Chance, den erlittenen Schaden um 20% zu verringern, wenn Suleiman Städte oder Garnisonen angreift. Janitschar kann den Schaden normaler Angriffe und den Fähigkeitsschaden erhöhen. Und die Expertisefähigkeit Herrscher über Europa kann zusätzlichen Fähigkeitsschaden verursachen. Unser empfohlener Talentbaumaufbau bedient beide Spielstile, den Kampf im offenen Feld und Gemeinschaftsangriffe. Suleiman I. kann hervorragend in beiden Bereichen eingesetzt werden. Seine Talente ergänzen jede seiner Fähigkeiten und machen ihn in den verschiedenen Arten von Kämpfen äußerst effektiv. Honda Tadakatsu hat viele ähnliche Fähigkeiten und Spezialisierungen und wäre die beste Ergänzung für Suleiman. Zusammen gewinnen sie viel Angriff, Verteidigung, Fähigkeitsschaden und Schadensverringerung und gewähren ihren Truppen Buffs, während sie ihre Gegner mit Debuffs belegen. Trajan ist ein weiterer großartiger legendärer Kommandant, der auf die Führung von Einheiten jeglicher Art spezialisiert ist. Er ist der absolute Anführer und bietet eine hohe Schadensverringerung und Truppenkapazität. Und wie Suleiman verfügt er über starke Buffs und Debuffs. Rüste Suleiman mit demselben Set aus, das wir für Mehmet benutzt haben, um seine Gesamtleistung zu verbessern. Damit enden die heutige Geschichtsstunde und unser Ratgeber. Bitte vergiss nicht, dieses Video zu liken, deine Gedanken dazu in den Kommentaren zu teilen und den Kanal und die Benachrichtigungen zu abonnieren, um weitere Videos zu verfolgen. Bis bald!